Die Deutsche Meisterschaft ist das Highlight unserer Saison. Und hier treffen auch der normale Spieler auf den Weltklasse-Spieler. Wir sehen einfach, dass wir eine große Familie sind und alle viel Spaß am Sport haben. In Deutschland haben wir jetzt eine gute Situation, dass wir viel Spielerinnen sind, die an sich arbeiten, die sich auch verbessern. Und wenn du natürlich dann vielleicht ein paar Monate nicht aufeinander getroffen bist und dann bei der Deutschen Meisterschaft aufeinander triffst, man weiß ja nie, wie die anderen sich entwickelt haben. Man versucht an sich selber zu arbeiten, das Beste aus sich selber rauszuholen und dann kann man sich halt hier messen. Und vor allem, wenn man ja die Favoritin ist und quasi von einem erwartet wird oder gedacht wird, dass man gewinnt, ist das eine große Drucksituation und dementsprechend eine große Herausforderung. Jedes Jahr aufs Neue. Als ich in dieser Situation war und früher die großen Namen im deutschen Squash gesehen habe, war das einfach so weit entfernt und man kann sich da gar nicht vorstellen, dass man da irgendwann selbst hinkommt. Und gerade das würde ich den Jugendlichen heutzutage auf den Weg geben. Lebt eure Träume, versucht wirklich dahin zu kommen. Es ist machbar, es ist alles machbar, es ist harte Arbeit, aber irgendwann werdet ihr vielleicht selbst dort stehen und sagen, oh, es ist ja doch möglich gewesen.